Hallo, liebe Super Mario RPG-Freunde, willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part, in welchem wir uns im Düsterhorst herumtreiben und wir sind auf der Jagd nach diesem Marionettenmann, welchen wir dieses Mal im Idealfall nicht aus den Augen verlieren werden. Er ist da oben. Lauf! Und wir wollen den Gegnern ausweichen, weil wir haben oft genug gegen sie. Er ist wieder da oben. Wir haben oft genug gegen sie gekämpft und wir haben keine Lust mehr darauf. Und hier ist er wieder nicht. Da oben ist er. Es war richtig gerade. Okay, ich habe nur geraten und es war richtig. Wundervoll. Aber wir kämpfen wieder gegen die Gegner. Skidderp. Hi. Na du, hier geht's dir gut? Bist du bereit für ein bisschen Action? Ich habe meine Ausrüstung wieder nicht geändert. Shit. Ich habe den Panzer immer noch nicht, den Hammer noch nicht ausgerüstet bei Mario, wo ich das ganz dringend machen wollte. Erinnert mich daran, dass ich das machen wollte, okay? Und hör auf, Mellow die ganze Zeit in den Pilz zu verwandeln. Wobei das gar nicht mal verkehrt ist. Er nimmt nämlich als Pilz kaum Schaden. Und er heilt sich immer wieder mal alle paar Runden. Das ist nett. Heilung. Steht hier. Au. Dann lass mich in Ruhe. Und nimm dies! Fuckviech. Mellow, dir geht's gut soweit. Oh nein, pass auf, die Sporozyste. Oh nein. Mach es immun dagegen, du Fuckviech. Was wäre eigentlich, wenn sie beide zu dem Pilz werden würden? Wahrscheinlich verschwindet der Status nach ein paar Runden. Müssten wir einfach nur ein paar Runden aussetzen oder sowas, nehme ich an. Ah, das will ja niemand. Das will ja niemand. Also ich würde sagen, wir geben dir jetzt einfach mal... Senkt den Angriff, der Hammer. Ich habe das Gefühl, dass der Hammer besser ist. Geno! Wo bist du? Boja! Boja! 997, 998, 999, 1000! 1000 Pfeile. Rennen sie zu. Und ja, Spaß, das macht ja. Ja, noch 1000 werde ich schießen. Oh, wer sagt das? Ja, wer ist das? Das ist bestimmt einer Pfeil, der auf den Rosendorf schießt. Es ist der. Oh mein Gott, der ist crazy. Es ist Boja. Glücklich, ich bin sie. Sie, ihre Ausdrücke, wie wenn gefroren sie. Und heute stehen wie Statuen. Ja, mehr Übung ich brauche. Okay. Oh ja, hör dich auf, wir müssen etwas tun. Ja! Yeah! Zeig sie, Mario! Bring ihn um! Bring ihn um! Du bist nicht Bruce Lee. Kann sie nicht mit fliegenden Fäusten besiegen. Es ist so dumm, wie Mario einfach losrennt und ihn mit dieser scheiß Faust verprügeln will. Alter, ich sag's euch, das ist die Stelle, wo ihr merkt, dass Marios Brooklyn kommt. Er ist scheiß angepisst, okay? Das ist Marios Brooklyn Rage. Das lässt er seinen Gegner spüren. Findet er überhaupt nicht gut. Es sind einfach so viele, das schaffen wir nicht. Halt die Stürze, Mellow. Oh, mein Gott, wer verstecken wir uns erst einmal? Wo verstecken wir uns? Wir sind viel stärker als alle anderen hier. Und das soll ein Versteck sein. Schau, was ich gefunden habe. Boja. Was? Stör mich nicht, du sollst üben. Ich tue jetzt. Mehr Pfeile, ich muss schießen. Mehr Statuen, ich mache. Ja. Ich weiß nicht, was dieses ist. Ja, soll. Ist das eine Katzenscheiße? Stopp, fuck. Skino, er braucht eine Stimme. Hör auf, du weißt wohl nicht, was du da machst. Gib mir den Stern zurück. Ja, ein Fremder du bist. Und komisch das ist. Belehren dich wir wohl müssen. Ach du Scheiße. Ja, wer du wohl sein bist. Ich diene einer höheren Autorität. Dieses Sternteil gehört allen. Du kannst es nicht behalten. Ja. Sauer ich bin. Ja. Eine Lektion, die ich lernen werde. Ja. Oh, diesmal nicht. Okay. Was ist das eigentlich für ein... Oh, das ist ein Bogen. Hey, beruhige dich, Bürger. Mario. Das ist gefährlich. Ja, Mario, hau den Vögeln auf die Fresse. Wer ist sie, Mutter? Schneid mir den Verrückten. Retten wir den Blauen. Sicher. Ich tue, was ich kann. Aber von hier aus. Ich schnauze, Mello. Okay, Mario, los geht's. Du bist wütend, das sehe ich dir an. Ja, mit der Faust voraus. Ja, ich werde Angst. Ich werde nicht heulen.
Das schaffst du, Mello. Ich glaube an dich. Au! Er ist so gestolpert und zurückgefallen. Dummer, dummer Mello. Hey, Bogenhaufen, Scheiße, wirst du bitte aufhören? Hör auf! Das reicht! Boom! Ja! Stark du bist, aber stärker ich bin! Ja! Wehtut ich dir werde! Soweit! Ja! Trennen, jetzt müssen wir uns! Ja! Nicht der Fall! Geh nur, pass auf! Ja, ja, ja! Oh mein Gott, Mario hat ihn direkt weggekickt. Danke, werter Mitheld! Danke für die Hilfe! Und nun helf mir, die Welt zu retten! Aber wer bist du? Ich kann deine wahre Identität unter deinem Schnurrbart nicht erkennen! Lass mich zurück, lass mich... Oh Gott, Gino, Mello, halt die Schnauze. Kann ich dich nicht... kenn ich dich nicht, du kommst... Wer redet da gerade? Achso, Mello immer noch. Ach, du bist der Mario. Wir kennen dich gut. Ja! Verletz dich jetzt, Win. Und der Einzige, der verletzt wurde, sind die Gefühle. Soweit kann Mello alles. Gino-Strahl! Ich mein Gino. Gino-Strahl! Mach den Gino-Strahl! Halt Y gedrückt. Yeah! Fuck! Oh mein Gott! Das war ein cooler Strahl. Danke, werter Spieler. Gern geschehen, Gino. Fuck, Mello, versuch einfach nicht zu sterben, okay? Ist das okay? Ja! 3 gegen 1. Nicht fair. Ändere ich werde es. Ja! Einen Pfeil, ich werde schießen. Dann trifft der Knopf nicht mehr benutzbar. Ach du Scheiße. Oh, der kann einfach mal irgendeine Fähigkeit lahmlegen. Meine Items? Mein Spezialzeug? Oder? Oh, ich werde also meine Abwehr behalten. Das freut mich. Okay, Y gedrückt halten mit dem Gino-Strahl. Ich habe X gedrückt gelassen mit dem Gino-Strahl. Oh, nee, das ist Y. So auf meinem Controller. Egal, lass mir das. Mario, schlag zu. Ich glaube, der Hammer ist echt ein bisschen schwach. Hm, ist nicht gut. Und mein Kleiner, heil dich mal. Kleiner, kleiner Mello. Heile uns alle. Dankeschön. Dreckiges Grinsen dieser Wolke. Ja! Oh, fuck, A ist down. Nein! Das ist mein normaler Angriff. Das ist echt nicht gut. Ausrechnet A. Fuck, Viech. Halt Y gedrückt, okay. Ey, ich versteh's nicht. Ich versteh nicht ganz, wie der Angriff funktioniert. Item. Dann machen wir mal einen geilen Feuerball. Kostet zwar ungefähr den Rest meiner ganzen Punkte, die ich habe, aber okay. Drück wiederholt Y! Ja! Yeah! Okay, Mario, warum ist eigentlich passiert, dass du unglaublich schwach wurdest? Was ist, hilft mir auf? Ach, hilft mir auf ist quasi die Phönixfeder von hier. Honigsirup, yay! Blitz, au. Komme ich eigentlich meinen normalen Angriff wieder? Fuck. Gino-Strahl! Piu! Ich glaube, das war der richtige Einsatz von dem Gino-Strahl. Bin mir aber absolut nicht sicher. Abwehr. Und du, heil mal unseren guten Mario-Mann. Ah, fuck. Kann ich bitte meinen Angriffsbutton wiederbekommen? Der Kampf gefällt mir nicht, wenn ich nicht nochmal angreifen kann. Vielen Dank! Gern geschehen. Ah, okay, er kann immer nur einen gleichzeitig wegmachen. Gute Nacht. Nein! Mello! Nicht unser stärkster Kämpfer! Okay, normaler Angriff. Wie greifst du denn an, Gino? Gino, Faust der Gerechtigkeit! Okay, das finde ich ziemlich gut. Los, Mario, schaffst das auch. Das war nicht so gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Nicht Gino! Er ist der Held, auf den die Welt gewartet hat. Der Weltheld-Welt quasi. Auf den Fall zu verschießen. Okay, er hat wieder Spezialangriffe getroffen.
Er ist echt nicht so gut, dass Mario mein einziger Kämpfer ist, mit dem ich gerade kämpfen kann. Das könnte besser sein aktuell. Fuck. Hey, Mello ist wieder wach. Ja, grüß dich, Mello. Es geht ab. Und ich glaube, es war gar nicht mal so eine gute Idee, dass ich den Hammer ausgerüstet habe. Er hat nämlich das Gefühl, dass er tatsächlich... Ah ja, ich kann ja gar nicht. Er hat das Gefühl, dass er tatsächlich relativ schwach ist. Kann das sein? Okay, er trifft wieder den gleichen Knopf. Gute Nacht. Nein, ich möchte nicht schlafen. Mario schläft. Oh, kann ich einfach noch Mello einschläfern? Ich meine... Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das Timing sein soll bei Gino. Kann ich einfach Mello einschläfern? Der kann den Kopf halt eh nichts machen. Au. Fuck. 27 Schaden. Das war nicht gut. Hilf mir auf. Hier, ich helfe dir auf, mein Freund. Vielen Dank, Bürger. Gern geschehen. Oh Gott. Oh Gott, Mario, du musst leben. Wach doch auf. Oh, 1A Timing. 1A Timing, habt ihr das gesehen? Okay. Oh, 30 Schaden, wundervoll. Ich sehe schon, als nächstes ist der gute Mello ist ein bisschen gefährdet, als nächstes zu sterben. Vielleicht sollte er, ach ja, wir können nicht heilen. Vielleicht sollte er ein Item auf sich selber machen. So ein Maschmasch oder so. Das ist der reine kleiner Mello. Yeah. Oh, der A-Knopf. Und Static E. Oh nein. Gino-Strahl! Ich benenne meine Angriffe nach mir selbst! Pschuh. Ich weiß immer nicht, ob das ein guter Treffer war. Ist auf jeden Fall besser als ach ja, ich kann nicht. Dann mach Abwehr. Abwehr. Das ist ziemlich schrecklich, weil ich nur Spezialangriffe machen kann, weil bei Mario bei meinen Spezialangriffen, ich weiß halt nicht, was das Timing ist und jetzt aktuell ist nicht der Moment, um das Timing herauszufinden. Piu! Sind noch solide 60 Schadenspunkte. Was ist denn dein Problem? Warum stirbst du nicht dadurch? Er ist ziemlich langwierig, der Haufen Scheiße. Geh mir ein bisschen auf die Nerven. Oh, die Items sind raus. Wundervoll. Das heißt, wir können wieder normal angreifen. Ich werde mich für den Gino-Strahl entscheiden. Helden auf der Gino-Strahl! Vernichte meine Feinde! Aber nicht so gut. Mario, vernichte meine Feinde mit deinem Hammer. War auch nicht so gut. Oh, das war extrem gut! Verdammte Scheiße. Das ist die Siegmelodie. Danke für deine Hilfe! Ich hatte echt Probleme! Was schaut ihr so? Ihr wisst doch, dass ich mehr als eine Puppe bin, oder? Ich bin ein Superheld! Habt ihr die Wahrheit erraten? Ich bin ein Besucher von oben und habe mir diese Form geliehen! Oh, was? Oh, was vom Himmel oder da irgendwo? Ich komme auch vom Himmel! Du bist ein Frosch, du kommst aus dem Teich an die Schnauze. Nein, noch viel höher als das! Wisst ihr zwar etwas über die Star Road? Mario Kart. Oh Gott. Überhaupt nichts, oder? Dort ist jetzt ein ziemliches Durcheinander und es betrifft auch euch. Ich versuche es zu erklären. Sternschnuppen sollen ja Wünsche erfüllen. In der Star Road wird dein Wunsch in einen Stern verwandelt. Wird er erhört, fällt er als Sternschnuppe auf die Erde. Die Star Road spielt also eine wesentliche Rolle bei Wünschen. Aber seit ein Schwert die Star Road zerstörte, kam alles zum Stillstand. Nein, nicht die Wünsche. Keine Sterne wurden seitdem gemacht. Momentan können in eurer Welt keine Wünsche mehr erfüllt werden. Oh nein! Oh, dieser Stern ist wohl ein Teil der Starway. Es ist Star Road. Das heißt Star Road, mein kleiner Freund. Ja, dieser Stern ist ein Stückchen der Star Road. Was auch sonst. Ich muss alle finden und sie reparieren. Meines Wissens gibt es insgesamt 7 Sternteile. Damit wieder Frieden einkehrt, müssen wir Smitty Wurmjäger mit Jensen loswerden, alle Sternteile finden und die Star Road reparieren. Ich bin! Aber das ist recht schwer auszusprechen, nennt mich doch Gino, wie die Puppe. Ich habe ihn gewählt, weil er am stärksten aussah von allen Puppen.
Ey, Kollege. Ich glaube nicht, dass ihr am stärksten aussah, ehrlich gesagt. Wir hatten da nämlich noch eine Mario-Puppe und eine Bowser-Puppe und eine Peach-Puppe, die Puppe. Und du willst mir sagen, dass die nur am stärksten aussah? Halt ich zurück. Nimm den Stern, Mario! Vielen Dank, Gino. Den nehme ich nur zu gerne an mich. So, nehmt euch in Acht vor dem Pfeil dort hinten. Links. Hinterm Baumstamm. Ich sehe dich, du Pfeil. Und Mario so, hey, Stern. Der jetzt gleich mein ganzes Gesicht bedecken wird. Pass auf. Wenn er einen Stern hochhebt. Pass auf. Was? Verdeckt doch nicht ganz. Bei dem blauen Stern war es so, dass sein ganzes Gesicht verdeckt wurde. Wie auch immer. Stern Nummer 2, liebe Leute. 2 von 7. Verdammte Scheiße, das geht aktuell unerwartet schnell. Tom, such mir die anderen Teile. Gino, der die Sternteile sucht, wird Mario und Mello nun begleiten. Langsam wird es besser. Yes! Kleiner dreckiger Pfeil. Ich hab alles gehört, wenn sie gedacht, dass die Sterne sehr wichtig ist. Das muss ich von Smitty erzählen. Smitty! Endlich wissen wir etwas über die Sternschnuppen. Finde die Sterne und bringe Frieden in Marios Welt. Yeah! Der Frieden! Dafür bin ich hier! Ja, Gino, das wissen wir. Habe ich schon mitbekommen. Röhrengruft. Ich glaube, will ich noch mal nach Rosendorf? Gibt's hier noch was? Ja, wir können den kleinen Scheißer aufsuchen. Der kleine Besitzer von Gino und das Dorf wurde sehr viel heller. Ich würde schon fast sagen, dass es ein bisschen grell wurde. Zu grell. Moment, die waren bei dem Inn, glaube ich. Ich möchte zum Inn! Hallo, Bürger! Gino, du bist zurück, Mami! Schau mal, diesen Gino habe ich gemeint. Wo ist eigentlich Papa? Warum kommt er nicht wieder zurück? Was für ein tolles Kostüm, ist aber sicher sehr heiß für die Person, die es trägt. Es ist aber sicher sehr heiß, die es trägt. Und die Person, die es trägt, ist noch viel heißer, Lady! Na, vergiss es, Mama! Du gut, Gino, spielen wir! Ich wünschte, ich könnte, aber wir müssen jetzt gehen und die fehlenden Sternteile suchen! Sternteile? Meinst du etwa Sternschnuppen? Wofür? Sternschnuppen sind keine Sternteile, aber gut. Nun, wie soll ich es erklären? Also, Gas, es ist etwas so. Viel Glück! Okay. So war es bisher, aber jetzt ist es so, verstanden? Okay, ich versteh's nicht. Verstanden! Nein, nicht so ganz. Nun, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, werden deine Wünsche niemals wahr werden. Was? Du meinst, wenn ich groß bin, werde ich trotzdem nicht stark und cool wie du sein? Keine Wünsche werden wahr. Bis die Sternteile gefunden sind und die Star-Rod repariert ist. Also nein. Aus diesem Grund werde ich die beiden jetzt begleiten. Aber auch mit einem Wunsch, der dir freisteht, halte ich es für unwahrscheinlich, dass du jemals so stark und cool wie ich sein wirst, kleiner Mann. Schade, aber Mario braucht sicher jede Hilfe, die er bekommen kann. Gino, ich habe viele Träume. Bitte repariere die Star-Rod, damit sie alle wahr werden. Versprochen. Cool. Warte kurz. Komm ich den Bowser? Das gehört dir, also nimm es mit, Gino. Fingerschuss erhalten. Yes, der Dumper. Vielen Dank für alles, Gas. Ich komme sicher mal wieder vorbei. Verzieh dich. Ich verzieh mich. Ich gehe jetzt. Wir haben den geilen Fingerschuss bekommen. Ist das eine Ausrüstung oder einfach eine Fähigkeit? Ah, das ist eine Ausrüstung. Alter, Angriff auf 72 erhöht. Geben wir dir mal Gegengift. Weil, warum nicht? So, dann würde ich sagen, wir haben ja soweit alles erledigt. Und wir könnten unter Umständen die Röhrengruft aufsuchen, falls wir da noch nicht waren. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Ist das wieder eine Kanalisation?
Oh, shit. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Fuck. Wollt ihr wissen, warum es mir nicht gefällt? Soll ich es euch verraten? Ich meine, ich weiß, es sieht gerade nach einem unglaublich guten Plattforming-Erlebnis aus, aber tatsächlich hatte ich kein unglaublich gutes Plattforming-Erlebnis. Das war fucking seltsam. Warum sind hier Goombas? Nimm dies, Bürger! Vielen Dank für dein AP ab! Und kaboom! Mario muss dringend wieder den Nico-Deko-Panzer ausrüsten. Dann könnte ich vielleicht auch meine stärkere Ausrüstung für Mellow bekommen. Der auf dem Scheiße kann nämlich gar nichts. Ich meine, der Knock-Knock-Panzer. Knock-Knock! Wer ist da? Der Panzer. Oh, hallo, Panzer. Was bringst du uns denn? Den Tod? Was? Hauen wir Spikey in die Fresse. Nimm die, Spikey! Die Macht der Gerechtigkeit! Gute Arbeit, Gino, gute Arbeit. Und Mellow hat, wenn jemand durch Mellow 60 Schadenspunkte nimmt, hat er irgendwas in seinem Leben entsetzlich falsch gemacht. Dann bin ich ruhig, Piranha-Pflanze. Ach du Scheiße, ich glaube, ich will da rüber. Kommen sie eigentlich nicht hoch, wenn ich direkt daneben stehe? Tatsächlich. Ein nettes kleines Detail. So, wir gehen hier rein. Was ist das hier eigentlich? Soll das Nachbau von einem alten Mario-Level sein oder so? Ich bin ziemlich verwirrt, was das Ganze hier gerade soll, aber ich finde es ziemlich cool irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Das ist die Sache mit Mario RPG. Es ist, möchte ich anmerken, immer noch extrem sehr viel weniger Dialoglastig, als ich gedacht hätte. Aber es hat einen gewissen eigenen Charme, wie die Stelle hier zum Beispiel. Weil ich einfach auf dem klassischen Level 1, 2 der Mario-Reihe basiert. Ach du Scheiße, da ist ein Schneesturm draußen oder so. Um das mal in den Raum zu werfen. Ich meine, das ist eine klassische Aufstellung hier. Ja, es basiert einfach auf einem 2D Mario Level, was wir hier haben. Das ist halt echt cool irgendwie. Oh, kleine weiße Mancha aus Yoshi's Island. Ich kann gegen die Piranha-Pflanzen kämpfen und ich habe dich gesehen, du goldener Haufen Scheiße. Piranha-Pflanz, nimm dies! Kugel der Gerechtigkeit! Wohl nicht gerecht genug. Verdammte Scheiße, er lebt doch! Okay. Er lebt nicht mehr. Dann hauen wir ihn noch. Wundervoll. Scrow Dust! Oh nein! Okay, das ist also die vorgescheuchten Statusveränderung, wie mir scheint. Mellow wurde jetzt, glaube ich, zu allem. Er war mal ein Pilz. Er ist eine Vogelscheuche. Er war aber recht traurig. Er ist quasi ein Magnet für so einen Schwachsinn. Also okay. So kleiner Mancher, will ich gegen dich kämpfen? Au. Nein! Okay, wir haben keinen Schaden an HP genommen, aber ich habe ein bisschen Bargeld verloren. Und das ist die größte Strafe von allen. Habe ich recht, Gino? Na, ach du Scheiße. Oh Gott. Er will sich ein bisschen ziehen. So, ich hoffe, ihr habt eine große Schwäche für Donnerzauber. Ansonsten haben wir ein kleines Problemchen. Ist jetzt keine große Schwäche. Ah, shit. Nein, Guido! Du wurdest leider. Mario sollte immun sein gegen Vogelscheuche, oder? Ja. Ach ja, ihr könnt uns nur in Vogelscheuche verwandeln. Das sind die einzigen Angriffe, die ihr könnt. Ah ne, ihr könnt auch so angreifen. Ihr Monster! Okay, und als Vogelscheuche können sie alles außer normal im Nahkampf angreifen. Okay. Das ist interessant. Als Vogelscheuche können sie also noch angreifen. Okay, behalten wir im Hinterkopf. So, du mach bitte den Donnerschlag nochmal auf alle. Ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen Schaden austeilen. Das wäre nämlich ziemlich, fände ich ziemlich geschmeidig, Alter. Ziemlich geschmeidig. Viel geschmeidiger geht's gar nicht mehr. Hör auf, Gino Mellow anzugreifen. Fucking Gino. Warum kannst du... Das ist ein bisschen nervig, dass er nicht mehr nochmal angreifen kann. Piu! Wie gefällt dir dies, bösartige Pflanze? Diabolisches Gewächs! Dem zeigst du's.
Geh nur mit dem Zeigsus. Gute Arbeit. Haben wir jetzt dann... Yes, wundervoll. Das sollte mir aber jetzt relativ viele Erfahrungspunkte geben, wenn ich richtig... 9. Ich hätte vor dem Kampf einfach fliehen sollen. Das war es nicht wert. Oh, shit, mehr Plattform. Nicht mehr Plattforming. Ah, nicht hier. Nimm dies, Froschmann. Nichts für ungut, Mellow. Schon gut. Fuck you, Mellow. So. Hau dem Gumm auf die Schnauze. Wenigstens kannst du das noch halbwegs. Schwächliche Wolke. So, ich glaube, wir bekommen ja auch die ganze Zeit Items von den Gegnern, kann es sein. Ich lese mir nicht das am Ende, was man da bekommt, nie richtig durch. Oh, ich muss halt, dass ich immer gleichzeitig noch rennen muss mit dem Springen. Das ist ein bisschen störend, könnte man sagen. Oh, nein. Oh, tu mir das noch nicht an. Oh, nein. Da sind nur Münzen drin, oder was? Okay. Vielen Dank. Da kann ich nicht rein. Der Goomba ist wütend. Fuck! Ich wollte über ihn drüber hüpfen. Okay. Greif Frog-Hawk an. Nimm dies, Frog-Hawk! Woher? Frog-Hawk, hab ich recht? Ja, habe ich. Bring ihn um, Hello. Bring ihn um. So, au. Hör auf, Stacheln zu verschießen. Ich frage mich, was diese Kanalisation hier gerade eigentlich soll, weil ich glaube, ich könnte auch auf der Weltkarte sogar noch weiterlaufen als bis hierhin. Ich weiß echt nicht, was das... Ich weiß nicht, was das soll. Ich verstehe es nicht, aber wir werden es herausfinden. Ah. Ich schätze, wir sind draußen angekommen. Yoshi-Insel! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Yoshi-Insel! Ah, ich würde sagen, was es hier alles zu sehen gibt, außer... Yoshis, sehen wir wohl im nächsten Part von Super Mario RPG. Das wird ziemlich mal ästhetisch. Bis dann. Gute Nacht.